könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eine Plage Millionen von Menschen dahinrafft? Krankheiten. Jede Zivilisation seit Menschengedenken fürchtet sie. Selbst heute versetzen Epidemien die Menschheit in Angst und Schrecken. 2003 waren 29 Länder von SARS, dem schweren akuten Atemwegssyndrom, betroffen. Seit 1972 hat die Malaria fast 100 Millionen Menschen getötet. Und Vogel- oder Schweinegrippe könnten jederzeit eine weltweite Pandemie entfachen. Ein Viertel der Weltbevölkerung, das sind über 1 Milliarde Menschen, tot. Das ist eine kaum vorstellbare Zahl. Ist da draußen wirklich etwas, das der Menschheit in dem Ausmaße Leid zufügen könnte? Auch hier kann die Wissenschaft Antworten liefern. Wir haben etwa alle 10 Jahre eine schlimme Virusart und alle 100 Jahre ein katastrophales, pandemisches Virus. Das wissen wir. Das ist nichts Neues. Ein Blick auf unsere Geschichte genügt. Plagen und Pandemien reichen in der Menschheitsgeschichte zurück bis zu den Anfängen der Aufzeichnungen. Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus, als Johannes auf der Insel Patmos das Buch der Offenbarung schrieb, waren Teile des heutigen Libyen, Ägypten und Syrien betroffen. Johannes hatte sicher Kenntnisse über diese Ausbrüche. Doch die tödlichste aller Plagen trat im Mittelalter auf. Der Schwarze Tod. In den 1340er Jahren wütete in Europa die Beulenpest und raffte 25 bis 50 Millionen Menschen dahin. Die Krankheit verursachte beulenartig geschwollene Lymphdrüsen, daher der Name Beulenpest. Bis zum Jahr 1400 hat die Krankheit weltweit 100 Millionen Todesopfer gefordert und die Bevölkerung Europas um 50% dezimiert. Als die Bevölkerung resistenter wurde, verschwand die Beulenpestplage wieder. Doch die Angst vor einer weiteren tödlichen Plage blieb jahrhundertelang. Die schlimmste Pandemie in der heutigen Zeit begann 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die spanische Grippe war eine verheerende Krankheit, die über die ganze Welt fegte und Abermillionen Menschenleben forderte. Insgesamt forderte sie sogar mehr Todesopfer als der Erste Weltkrieg. Wir wissen nicht, wo die Ausbreitung der Krankheit begann. Nehmen heute aber an, dass sich ein mutiertes, von Mensch zu Mensch übertragbares Vogelgrippevirus rasant auf der ganzen Welt verbreitete. Ein Vogelgrippevirus klingt bekannt. Heute machen sich Wissenschaftler um ein anderes Vogelgrippevirus Sorgen, das sogenannte H5N1. In gewisser Weise ist die Gefahr sogar noch größer. Wenn das Virus mutiert und tatsächlich Menschen infizieren und von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, wäre das eine Katastrophe. Es könnten 50, 100 oder 150 Millionen Menschen daran sterben. Genau wie die Pandemie von 1918 würde sich ein mutiertes H5N1-Grippevirus schnell unter den Menschen ausbreiten. Aber heute leben wir in einer deutlich vernetzteren Welt. Die Infektion könnte rasend schnell außer Kontrolle geraten. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bazillen an einem Tag rund um die Welt gelangen können. Ein mit einer pandemischen Grippe infizierter Mensch hat eine Inkubationszeit von 2 Tagen. Wenn er nun in eine Gegend fliegt, in der man nichts von einer Pandemie ahnt, kann sich die Krankheit ausbreiten, lange bevor man sie entdeckt. Und das kann an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig geschehen. Wie viele Menschen kommen täglich durch den Flughafen von Los Angeles? Im Flugzeug angesteckt, infiziert jemand schnell unzählige Menschen, mit denen er im Flughafenterminal zu tun hat. Dann zu Hause die Familie und die Menschen im Alltagsleben. Und man kann nichts dagegen unternehmen. Die Symptome des H5N1-Virus sind zunächst schwach, sodass eine infizierte Person die Risiken nicht erkennt. Die ersten Symptome eines pandemischen Virus sind wohl ähnlich wie bei einer normalen Grippe. Fieber, Husten, Gliederschmerzen. Man hat vielleicht eine laufende Nase, tränende Augen und Halsschmerzen. Aber die Krankheit schreitet schnell voran. Zuerst kommen Gliederschmerzen, Halsweh, Husten und dann bekommt man Atemnot. Der Krankheitsverlauf ist rasant. Man ist kurzatmig. Herzstillstand, Nierenversagen. Bis man ins Krankenhaus kommt, verstreichen eventuell schon 4 Tage. Nach 9 Tagen kann man tot sein.
So schrecklich diese Vorhersagen klingen mögen, ist die Vogelgrippe nicht unsere größte Gefahr. Eine zerbrochene Ampulle, ein verunglückter LKW. Es geht um die Lebensmittelversorgung. Zahlreiche gentechnisch entwickelte Plagen sind auf der Erde freigesetzt worden. Ein Mittel dagegen gibt es nicht. Sie verbreiten sich wie Lauffeuer. Millionen von Menschen sterben daran. Eine nicht aufzuhaltende Infektion bedarf nur weniger Wirte, um die ganze Bevölkerung anzustecken. John Barton ist Experte für Massenvernichtungswaffen. Deshalb versteht er auch die Gefahr, die von gentechnisch hergestellten Viren ausgeht. Beim derzeitigen Entwicklungsstand der Biotechnik halte ich sie für die größte Gefahr. Biologische Waffensysteme sind nur durch ihre Liefermenge begrenzt. Ein bioterroristischer Angriff wäre simpel. Die meisten Stoffe sind geruchs- und geschmacksneutral und wir wissen nicht einmal, wie wir auf einen bioterroristischen Angriff reagieren sollen. Antiviren oder Behandlungsverfahren sind nicht sofort einsatzbereit, da wir nicht gleich wissen, was es ist. Es dauert oft eine Weile, bis wir den richtigen Wirkstoff entwickelt haben. Angenommen, eine Terrorzelle besitzt ein über die Luft übertragbares, gentechnisch verändertes Virus, das sie in einer dicht besiedelten Gegend wie Los Angeles oder New York freisetzt. Dann werden unzählige Menschen angesteckt. Aufgrund des heutigen Reiseverhaltens kann ein Virenstamm problemlos über Wochen weltweit am Leben erhalten werden. Solch ein Virus wäre entsetzlich. Weltweit würden überlastete Krankenhäuser zur Katastrophenzone. Es könnte noch schlimmer kommen, wenn das Virus schnell mutiert und gegen alle Wirkstoffe resistent wird. Viren mutieren wesentlich schneller als Bakterien. Es muss nur ein einziges Virus in der richtigen Form mutieren und niemand würde überleben. Wenn ein Virus stark mutiert und bei der Übertragung verschiedene Stämme produziert, ist es nicht mehr zu bekämpfen. Egal wie groß die Armee ist, wie intensiv ihre Eindämmungsversuche, egal wie schnell Flughäfen geschlossen würden, die Verbreitung des Virus wäre nicht aufzuhalten.